ihr Lieben, ich bin Renate und ich habe die My Little Box bekommen. Was ihr da hört, das ist Kater Sammy in der großen leeren Kiste von der XXL Deal Box von Brandon Moose. Das haben wir nämlich eben gefilmt. Und jetzt ist das Verpackungspapier da in der Box und jetzt ist der Kater auch noch da drauf. Dann kommt er ja wieder, war doch nicht so schön. Ich möchte bitte am Anfang erklärend sagen, dass ich im Moment so ein Provisorium da vorne auf dem Zahn habe, weil ich eine Krone bekomme und das dauert ein bisschen. Das sieht bescheuert aus, aber ja, so muss ich jetzt eben rumlaufen, bis das Ding fertig ist. Jetzt fangen wir mal aus. Und seitdem display ich jetzt auch. Das ist, wird sich hoffentlich wieder geben, wenn das da ist. So, was haben wir hier? Diesmal steht nichts in Karton drin. Icons, Ikonen. Wie bringen wir unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck? Nun, wir haben ein Provisorium im Mund, das ist ja wohl einzigartig. Also ich sehe Frida Kahlo. Wen sehe ich denn noch? Weiß nicht. Viele nette Frauen. Keine Ahnung. Da halt sie doch mal richtig hoch, okay, damit man die Vorderfront sehen kann. So? Ein bisschen höher. Jo. Gut. Jetzt wissen wenigstens alle, wie die aussieht. Hast du recht, Entschuldigung. Das ist die My Little Box mit Estee Lauder Produkten. Also, wir sind gespannt. Was steht da? Wie bringen wir unsere Einzigartigkeit zum Ausdruck? Die Stilikonen aus den Hochglanzmagazinen werden uns nie so sehr beeindrucken können wie Frauen, die mit beiden Beinen im echten Leben stehen. Unsere investigative Studie über dich, über sie, über uns. Das ist gar nicht Frida Kahlo, die sieht nur so ähnlich aus. Die hat ja einen Bindi auf der Stirn, die Frau. Und Frida Kahlo hat ja eine Monobraue gehabt. Aber ist egal, trotzdem tolle Frau, egal wie sie heißt. Und da haben wir ein sehr hübsches Bändchen. Leider steht aber drauf My Little Box. Das heißt, ich kann es nicht verwenden im Bastelzimmer. Doch, kannst ja die Rückseite nehmen. Oh, ja. Aber irgendwie kommt ja, guck mal, wenn ich jetzt eine Schleife mache. Ich kann es höchstens so aufkleben, da hast du recht. Genau. Oder wenn ich eine Box mache, hübsch mache und das da drum mache, dann ist es auch wieder wahr, ne? So, wieder eine zauberhafte Broschüre. Die Heldin dieser Zeitung bist du. Ist das nicht süß? Das schönste Gesicht der Welt, es ist nicht das von Elizabeth Taylor, sondern ihr eigenes. All ihre Nuancen, ihre ganze Persönlichkeit ist darin verankert. Es spiegelt ihre Kreativität und ihren Glanz wieder, ganz individuell. Zitat von Estee Lauder. Sehr schön. Was haben wir da alles drin? Eine richtige kleine Zeitschrift. Wer ist eigentlich eine Ikone? Ist das jemand, der um 4 Uhr morgens aufwacht, um seine Beauty-Routine zu starten, der immer kunstvoll frisiert, geschmackvoll gekleidet und präzise geschminkt ist und natürlich immer perfekt mit Feuchtigkeit versorgt? Nee, oder? Die Wahrheit ist doch, dass jeder eine Ikone sein kann. Ja, kommen noch mehr Text, aber ich lese das jetzt nicht alles vor. Wer inspiriert euch? 6 von 10 Personen nannten eine Person aus ihrem Alltag. 37% ihre Großmutter, 19% ihre Mutter. Also bei mir auch die Mutter, definitiv. Hammer. Und dann natürlich Kinder, Freundinnen, sich selbst, ihren Friseur, nein, Friseur nicht. Und dann Prominente, 19% Coco Chanel, 8% Zendaya, 7% Frida Kahlo, da haben wir sie wieder. 5% Audrey Hepburn und 5% Marilyn Monroe. Unser Crush, die Großmütter von Agnes. Und so weiter. Was haben wir hier? Die Icons Beauty Routine. Verschiedene Tipps. So, oder die Person. Ah, ein Tuch. Wie man ein Tuch tragen kann. Da. Am Kopf. Am Hals. An der Tasche und als Geschenkverpackung. Als ich noch zur Sparkasse ging, habe ich fast jeden Tag ein Tuch getragen. Oh, was ist das?
Das gucke ich zuerst. Ich glaube, das ist das Tuch. Jouer la Congrace. Le Foulard Conique. Es ist das Tuch. Es ist wirklich das schöne Tuch. Ein Carré, ein großes Carré, sehr schön. Und da steht auch an der Seite My Little Box und Estée Lauder, 100% recycelt Polyester. Recyceltes Polyester, in China hergestellt. Man darf es nicht waschen, aber bügeln. Man darf es nicht waschen, nicht in den Trockner. Also, ich habe bei Hermès in Paris, da hatte eine der Kassiererinnen so ein schönes gebundenes Tuch um. Dann habe ich gesagt, wie macht man das denn? Jetzt zeige ich das mal, was die gemacht hat. Also erstmal in der Mitte falten. Ich muss das mal wegpacken. Geht sonst nicht, muss Platz haben. Also in der Mitte falten. Dann zuklappen. Zuklappen. Nochmal zuklappen. Und dann umlegen. Einen Knoten machen an einer Seite, genau, ist schon so lange her, ne? Eine Seite Knoten machen, ein bisschen offen lassen, andere Seite hineinschieben. Komm, hätte ich auch schon machen können, bevor ich es umgehangen habe, ne? So, und dann kann man das festbinden, so fest wie man möchte. Und das sieht immer sehr gepflegt aus. Und dann kann man den Knoten so tragen oder so. Mag, das passt jetzt überhaupt nicht hierzu, ich weiß. Aber es sind sehr schöne, tragbare Farben, finde ich. Sehr variabel, ne? Ja. Fällt dir auch, ne? Wirklich schönes Tuch. Ein schönes, großes Carré. Ich habe auch drei Hermès-Tücher, habe ich mir damals in Paris zugelegt. Ist schon sehr lange her. Aber kommen nie aus der Mode, Hermès-Tücher, ne? Der Herr des Hauses denkt, was will sie? Ne? Was? Der Herr des Hauses denkt, was will sie? Nein, ich habe mir nur gerade gedacht, die kann man bestimmt auch in schlechten Zeiten verkaufen. Ja, man kann die tatsächlich verkaufen, aber ich möchte meine bitte behalten. Auch wenn ich jetzt fast nie mehr ein Tuch trage. Wäre auch albern, ne? Hier in der Wohnung. Nein, du hast ja auch die Tüten aufbewahrt. Ich habe die, natürlich. Ich habe die Boxen aufbewahrt, der Carrés. Diese orangenen Boxen, natürlich. Ich habe die braunen Schleifchen, wo Hermès eingestickt ist, natürlich aufbewahrt. Und auch jeweils die Tragtasche, die orangene. Natürlich. Meine Freundin und ich, wir sind damals durch Paris, haben ins Hotelzimmer dann die Carrés selber gebracht und sind mit den leeren Tüten dann, haben ein bisschen was reingelegt und sind dann so durch Paris gespaziert, damit die Leute denken, wir hätten Gott weiß was eingekauft. Ja, so jung waren wir gar nicht mehr. Wie lange ist das denn her? Grübel, grübel. 1997 war das. Schon lange her, ne? Ja, so ist das. Und sie hat sich natürlich auch Hermès-Tücher. Wie geht das denn auf? La Touche Finale. Tour de main. Der letzte Schliff im Handumdrehen. Okay. Ah, Schmuck. Ah, wie süß. Was ist das? Ein Handkettchen, ne? Ah, ein Armbändchen, glaube ich. Weiß nicht. Wie kriege ich das denn ab, um zu sehen, ob das mir passen würde? Komm doch mal her. Ja, nimm du das mal. Der Mann für alle Fälle. Ne? Schönes Tuch. Und alles wieder so schön passend zueinander. Also ich mag das. Jetzt kommen wir aber endlich zu Estée Lauder, La Routine des Icônes. Die Beauty-Routine der Ikonen. Also, es ist eine große Tube, Perfectly Clean, ein Foam Cleanser, 150 ml, ein Schaumreiniger, Reinigungsschaum, könnte man auch sagen. Sehr schön. Ich denke, das müsste aber... Das ist ein Armbändchen, ne? Das wird mir nicht passen. Ja, im Notfall trage ich es. Ja, wenn du es zumachst, passt es bestimmt nicht. Im Notfall trägst du es, ja, ich glaube es ja. Ja. Deine Handgelenke sind schmaler als meine. Ja, mir passt es ja auch. Deswegen sage ich doch, im Notfall trage ich es. Dann kann ich meine weibliche Ader ausleben.
Das passt mir bestimmt nicht. Nee, da würde ich mich einquetschen. Nee. Also wird sich jemand anders darüber freuen. Schade, es ist wirklich sehr hübsch, aber es nützt ja nichts. Wir machen Verlängerungskettchen dran. Mal sehen. Traurig, aber wahr. Wir packen das dann etwas später wieder ein. Nicht jetzt im Video. Aber sehr süß. Sehr, sehr süß. Okay, dann haben wir hier Advanced Night Repair Complex. Hol nochmal raus. Ne? So. So schaut's aus. Sehr hübsch. Ich stelle nochmal davor. Night Repair. Na los. So. Und noch ein Teil. Das war's dann schon. Und zwar Daywear, also eine Tagescreme. Schon so ein Schutzfaktor 15. Für alle Hauttöne. Ist das getönt oder wie? Antioxidant? Ja, es ist getönt. Getönte Tagescreme. Aber wenn es für alle Hauttypen ist, dann wird es auch für mich sein. Ne? Tint Release. So, das ist meins. Ja, das ist aber sehr hell. Das ist schön. Hm? Da. Oh ja, guck mal. Siehst du das? Mhm. Kommt raus und sieht nach nichts aus. Und dann habe ich auf einmal eine braune Hand. Schön. Mit einem ganz leichten Schimmer. Sehr hübsch. Ja, da freue ich mich. Wird nicht lange halten. So irre viel ist nicht drin, ne? Aber schön. So. So legen wir das hin. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Ein tolles Tuch. Ich liebe es. Ein sehr süßes Armband, auch wenn es mir nicht passt. Und dann natürlich drei sehr schöne Produkte von Estee Lauder. Ehrlich gesagt hätte ich mir eher eins von denen in groß gewünscht, anstatt diese Reinigungssache. Aber Mann, die sind zu teuer. Ja, ich weiß, Estee Lauder ist teuer. Und ein süßes kleines Stoffsäckchen. Aber allein die Box ist echt süß, ne? Ja, das war die My Little Box für diesen Monat. Mai. Mai, ne? Nehmen wir mal an. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Und demnächst kann ich wieder strahlen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.